Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 31, Entschließungsantrag AfD, Bekenntnis zur Bundeswehr, 49, Entschließungsantrag Koalitionsfraktionen, Jugendoffiziere der Bundeswehr und so weiter, 78, Dringlicher Antrag SPD, die Bundeswehr ist Parlamentsarmee und so weiter, und 82, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Bundeswehr leistet unverzichtbaren Beitrag und so weiter. Wir wollen das gemeinsam diskutieren. Die parlamentarischen Geschäftsführer haben uns vorgeschlagen, das 10 Minuten lang pro Fraktion höchstens zu tun. Als erster für den Antragsteller mit dem ältesten Antrag, die AfD, rufe ich deshalb Kollegen Scholz auf. Und weise im Übrigen darauf hin, dass ich das bisher nur eine Wortmeldung hier liegen habe, aber das ist nicht so sehr mein Problem als das Problem der Fraktionen. Sie haben das Wort. Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich bitte gleich zu Anfang die Freude der AfD-Fraktion darüber zum Ausdruck bringen, dass alle Fraktionen außer der LINKEN noch in letzter Minute die FDP die Position des AfD-Entschließungsantrags zur Bundeswehr übernommen haben. Ich stelle fest, AfD wirkt, meine Damen und Herren. Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Diesen feierlichen Eid legten auch die zurzeit dienenden 180.000 Soldaten und 1,2 Millionen Reservisten der Bundeswehr ab, für die im Ernstfall der Preis hierfür das eigene Leben, ihre physische und psychische Unversehrtheit ist. Wofür halten unsere Soldaten weltweit den Kopf hin? Sie bekämpfen den internationalen islamistischen Terrorismus in Afghanistan, am Horn von Afrika oder in Mali. Sie tragen zur Sicherung der Welthandels- und Versorgungswege bei. Sie stehen bereit, Deutschlands Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und seine Bürger zu schützen. Sie stehen bereit zur Verteidigung unserer Verbündeten und zum Schutz ihrer Staatsbürger. Sie stehen bereit für den Katastrophenfall im In- und Ausland. Ja, und wie wird es Ihnen gedankt? Auf Ihrer Homepage rief DIE LINKE Hessen schon im Mai zu einem friedlichen Hessentag ohne Militär auf und damit gleichzeitig zu Demonstrationen am 15. Juni, dem Tag der Bundeswehr, den die Bundeswehr nun seit 15 Jahren sehr friedlich begeht. An 14 Standorten wie auch auf dem Hessentag erhielt die Bevölkerung auch in diesem Jahr einen Einblick in die Bundeswehr und konnte sich über die Aufgaben der Soldaten und zivilen Mitarbeiter, über Militärtechnik, Möglichkeiten der Ausbildung und vielem mehr informieren. Und genauso zuverlässig und vorhersehbar fachte die Landtagsfraktion der LINKEN wie jedes Jahr den schon seit vielen Jahren schwelenden Streit um die Bundeswehr erneut an und organisierte Aktionen und Demonstrationen, um diese Feierlichkeiten zu stören. Die Partner der LINKEN, sogenannte Friedensaktivisten, Gewerkschaften, die Deutsche Kommunistische Partei Bezirk Hessen und deren Jugendorganisation SDAJ Hessen, ATTAC Frankfurt, Bad Hersfeld, Fulda, die Linksjugend Solid und einige mehr. Einige der genannten sind einschlägig durch ihre linksradikalen Aktivitäten bekannt, meine Damen und Herren. Getroffene Hunde bellen. Auch mit dabei die Deutsche Friedensgesellschaft DGF, das sind die mit der Maschinenpistole in der Faust, meine Damen und Herren, die wirken allein schon dadurch schon sehr friedlich. Behaupten, der Tag der Bundeswehr hätte die Aufgabe, Kriegsstimmung unter der Bevölkerung zu verbreiten. Ihre Störaktion unter dem Slogan „Gegen Krieg und Militär“, der Bundeswehr den Tag versauen,
rechtfertigt DIE LINKE auf ihrer Internetpräsenz wie folgt. Die Bundeswehr, und jetzt hören Sie genau zu, missbrauche den friedlichen Hessentag für eine Werbeschau mit Panzern, Maschinengewehren, Kampfhubschraubern und Militärkonzerten und Soldatinnen in Uniform, um Kinder und Jugendliche für gewaltbasierte Konfliktlösungen zu begeistern. Und jetzt, die Bundeswehr missbrauche die kindliche Neugier und Technikbegeisterung. Berührungsängste vor militärischer Gewalt würden so abgebaut werden. Es ginge der Armee nicht um Sport, Kameradschaft und Abenteuer, sondern um das, was die ausgestellten Waffen anrichten. Und es würde auch nicht thematisiert werden, dass Soldaten andere Menschen töten. Schämen Sie sich eigentlich nicht, meine Damen und Herren von den LINKEN, als Mitglieder des Hessischen Landtages den Vorwurf des Kindesmissbrauchs durch die Parlamentsarmee der Bundesrepublik Deutschland zu erheben? Ja. Welch schändliches Bild vermitteln Sie von einer demokratischen Armee, welche zu den Waffen gerufen wird, wenn es der Bundestag beschließt, um im Ernstfall auch Ihr Leben zu schützen? Und ganz im Sinne dieses staatszersetzenden linken Zeitgeistes werden unsere tapferen Soldaten von linken und ewig gestrigen Aktivisten, von ihnen unterstützten sogenannten Antifaschisten, als Mörder abgestempelt, deren einzige Berufung das Töten von Menschen sei. Welch ein Hohn, meine Damen und Herren! Den moralischen Zeigefinger erhebt ausgerechnet die Partei, die in ihrem Erbgut die Gene von Marx, Engels, Lenin, Stalin und der Mauermörderpartei SED trägt. Und das nehme ich mir heraus als ehemaliger DDR-Bürger. Eine Partei, meine Damen und Herren, die noch heute den Kommunismus als klassen- und staatenlose Gesellschaft als ihr Fernziel definiert. Denke an Frau Genossin Gesine Lösch. Ja, Sie wissen genau, was ich meine. So agiert eine Partei, die sich bis heute weigert, die DDR als Unrechtsstaat anzuerkennen und die damit das Andenken an die 100 Millionen Menschen, die weltweit dem Kommunismus zum Opfer fielen, mit Füßen tritt und die es nicht einmal fertigbringt, unserem Landtagspräsidenten bei seiner Würdigung des DDR-Volksaufstandes am 17. Juni 1953 zu applaudieren. Jawohl! Und genau wie Ihre Berliner Genossen, SPD-Genossen, wollen auch Sie die Jugendoffiziere der Bundeswehr aus den Schulen verbannen. Es ist erschütternd, dass DIE LINKE ein Problem mit Schulbesuchen der Bundeswehr hat, aber für andere zweifelhafte Gruppen aus dem linksextremen Spektrum Schultüren weit offen stehen. Jugendoffiziere, meine Damen und Herren, verstehen sich als Bindeglied zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Seit 55 Jahren sind sie kompetente Ansprechpartner für Schüler, Studenten und interessierte Bürger. Sie arbeiten mit vielen Institutionen der politischen Bildung, Stiftungen sowie Universitäten im In- und Ausland zusammen. Jugendoffiziere verfügen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium und vielfältige Erfahrungen als militärische Vorgesetzte und aus Auslandseinsätzen. Sie sind pädagogisch und methodisch bestens geschult. Sie referieren z.B. im Rahmen des Ethik- oder POVI-Unterrichts über nationale und internationale Sicherheits- und Sozialpolitik, führen Seminare durch, nehmen an Podiumsdiskussionen teil und stehen einem offenen und auch kontroversen Meinungsaustausch stets zur Verfügung. Was ist eigentlich verwerflich daran, jungen Menschen ein positives Bild der Bundeswehr zu vermitteln? Der Dienst in der Bundeswehr kann für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen einen wertvollen Beitrag leisten. Der Arbeitgeber Bundeswehr vermittelt nicht nur vielfältiges Wissen und Können, sondern stattet sie mit einem Rüstzeug für ihr gesamtes Leben aus.
Tugenden wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, ja, Kameradschaft, liebe Linke, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein für Demokratie und Vaterland. Werte, die leider in unserer Spaßgesellschaft mehr und mehr verloren gehen. Junge Menschen lernen in der soldatischen Ausbildung, dass sie mit Mut, Beharrlichkeit, Ausdauer und dem Glauben an ihre eigenen Stärken jede Hürde im Leben nehmen können und nicht beim geringsten Gegenwind aufgeben. Und genau diese Tugenden, meine Damen und Herren, kommen unserer gesamten Gesellschaft zugute. Gerade dann, wenn sie nach ihrem Dienst in verantwortlichen Positionen in der zivilen Wirtschaft tätig sein wollen. Es ist also keineswegs zu viel verlangt, dieses auch zu würdigen und damit unseren Soldaten Loyalität zu erweisen. Herr Kollege, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Darf es? Ja, die AfD tut dies aus voller Überzeugung. Die AfD ist der Bundeswehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz zur Wahrung von Stabilität, Sicherheit und Frieden. Die AfD würdigt die Arbeit der Jugendoffiziere an unseren Bildungseinrichtungen und bekennt sich uneingeschränkt zur Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen Kultusministerium und dem Landeskommando Hessen und möchte Sie bitten, liebe Kollegen des Hessischen Landtages, es uns gleich zu tun und unserem Antrag zuzustimmen. Ebenso stimmen wir den Anträgen von Schwarz-Grün, FDP und der SPD inhaltlich zu. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Schleenbecker für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In Deutschland haben wir mit der Bundeswehr eine Parlamentsarmee, die fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Unser Grundgesetz umfasst gleichermaßen Friedensgebot wie Verteidigungsbereitschaft, wozu auch die Bundeswehr beiträgt. Damit geht das vom Bundestag erstrittene Recht einher, über Auslandseinsätze zu verfügen. Mit der Bundeswehr wird Deutschland seiner Verantwortung in der Welt gerecht und beteiligt sich unter dem Primat der Vereinten Nationen an der Friedenssicherung an leider viel zu vielen Konfliktherden weltweit. Dabei ist die Bundeswehr keine Gesellschaft neben unserer demokratischen Gesellschaft, sondern eben Bestandteil dieser. Die Bezeichnung Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform verdeutlicht dies. Und wir sollten uns vor Augen führen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine Errungenschaft, anders als beispielsweise im Kaiserreich. An unseren Schulen haben die Schülerinnen und Schüler vielfach die Möglichkeit, mit außerschulischen Institutionen in Kontakt zu kommen. In der Regel geschieht dies eingebunden in eine Projektarbeit zu einem von der jeweiligen Lehrerin oder dem jeweiligen Lehrer vorbereiteten Thema. Ich selbst habe im Rahmen meiner kommunalpolitischen Aktivitäten im Kontext der aktuellen Befassung mit Kommunalpolitik im Unterricht der Schüler und Schülerinnen dort Rede und Antwort zu Kommunalpolitik und dem Ablauf von Wahlen und Wahlkämpfen gestanden. Ähnliches leisten Frieden- und Abrüstungsinitiativen und auch die Jugendoffiziere und Offizierinnen der Bundeswehr und damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern. Für uns ist die Einbindung von Jugendoffizieren und Jugendoffizierinnen der Bundeswehr sowie von Akteurinnen und Akteuren aus der Friedens- und Konfliktforschung eine sinnvolle Möglichkeit zur Ergänzung thematisch passender und von den Lehrkräften gestalteter Unterrichtseinheiten. Dabei wird dann die Lehrpläne sowie die aktuelle Unterrichtsgestaltung der Schulen angeknüpft, und auch Jugendoffiziere und Jugendoffizierinnen können in diesem Rahmen als externe Referentinnen und Referenten eingeladen werden. Dabei entscheidet jede Schule selbstständig, wie sie ihren Unterricht in die Auseinandersetzung über Krieg und Frieden, über Außen- und Sicherheitspolitik sowie über das Militär gestaltet. Und die Aufgabe der Jugendoffiziere ist eben nicht, Nachwuchs für die Bundeswehr zu rekrutieren, sondern
Ich zitiere jetzt aus dem Jahresbericht der Jugendoffiziere von 2015. Das Grundgesetz umfasst gleichermaßen Friedensgebot und Verteidigungsbereitschaft mit den Streitkräften. Aussagen zur Sicherheitspolitik, die Einbindung Deutschlands in internationale Bündnisse, der deutsche Beitrag zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung sind Bestandteile dieser Arbeit. Und ich finde, dass diese Ziele ganz gut nachvollziehbar sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu motiviert werden, sich selbst aktiv Gedanken über Möglichkeiten der Friedenssicherung zu machen und diese in Diskussionen auszutauschen. Für uns ist völlig klar, dass die Bundeswehr allein kein ausgewogenes, vollständiges Bild der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands vermitteln kann. Aber sie kann sicher einen Beitrag dazu leisten. Und ich bin mir sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler damit selbstständig, kritisch und souverän umgehen können. Die Jugendoffiziere und Offizierinnen können Lehrkräfte bei ihrer Tätigkeit im Rahmen der politischen Bildung unterstützen, indem sie den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr erläutern und zu militärischen und sicherheitspolitischen Fragen Stellung nehmen. Wenn der Jugendoffizier bzw. die Jugendoffizierin den Standpunkt der Bundeswehr darstellen, muss es die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, andere Meinungen einzubringen und sich auch kritisch mit den unterschiedlichen Standpunkten auseinanderzusetzen. Damit wird eine wichtige Arbeit bei der Information über den verfassungsgemäßen Auftrag der Bundeswehr im Bereich der Sicherheitspolitik und gerade auch zu ganz aktuellen Themen geleistet. Und so wie wir als GRÜNE unsere Schülerinnen und Schüler in Hessen einschätzen, werden diese die Auseinandersetzungen sowohl kritisch als auch selbstbewusst führen können. Im konkreten Unterricht wird die Lehrkraft auf Ausgewogenheit achten, etwa indem sie auch militärkritische Vertreter wie Friedens- und Abrüstungsinitiativen in den Unterricht einbindet. Wenn das gelingt, können die praktischen Einsichten und Erfahrungen der Offiziere und Offizierinnen auch eine Bereicherung für einen ansonsten manchmal unanschaulichen Unterricht an unseren Schulen sein. Die Jugendoffiziere können Informationen vermitteln, die authentisch sind und so den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer wirklichen Auseinandersetzung geben. Sicherheitspolitik wird dabei historisch begründet. Aktuelle Fragen können von den Referenten und Referentinnen beantwortet werden. Und auch ethische Fragen können in diesem Rahmen beantwortet werden. Seit November 2010 haben wir nun in Hessen eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kultusministerium und der Bundeswehr, die die Aufgaben der Jugendoffiziere und Offizierinnen in den Schulen klar regelt. Diese hat man, wie andere Bundesländer auch, gerade vor dem Hintergrund der gemeinsamen Verantwortung für Frieden und Freiheit und als klares Signal geschlossen, sich als Gesellschaft mit den Fragen der internationalen Sicherheit intensiver zu befassen. Wir sprechen uns daher dafür aus, diese Kooperationen an den Schulen fortzusetzen. Ziel des Einsatzes der Akteurinnen und Akteure an den Schulen ist es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen und zu motivieren, sich an den Erörterungen und Diskussionen über die Möglichkeiten der Friedenssicherung aktiv zu beteiligen. Und dies unterstützen wir auch als GRÜNE ausdrücklich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sagen herzlichen Dank, liebe Frau Kollegin Schleenbecker, denn das war Ihre erste Rede, und wir gratulieren sehr herzlich Ihre erste Rede jedenfalls hier in diesem Plenum, in diesem Hessischen Landtag, und wir gratulieren herzlich dazu. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Grüger. Nein, der Kollege Krüger, also sichtbar der Kollege Krüger, finde ich. Das war ohne jegliche Wertung, Herr Kollege Krüger, nicht, dass Sie das missverstehen. Das hat der Kollege Günter Rudolph gesagt. Auch für Sie gelten natürlich 10 Minuten, Herr Kollege. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich habe gedient. Und ich stehe dazu, das war die richtige Entscheidung. Damals gab es noch eine Wehrpflicht. Ich habe mich entscheiden müssen, ob ich ein Problem damit habe, zur Bundeswehr zu gehen oder ob ich den Kriegsdienst verweigern will. Ich habe ihn nicht verweigert, weil ich dazu stehe, dass man ein Land verteidigen können muss. Und dafür braucht man halt eine Armee. Und ich bin aber auch davon überzeugt gewesen, meine Damen und Herren, dass die Bundeswehr nicht irgendeine Armee ist, sondern durch das Konzept der inneren Führung und durch das Konzept des Staatsbürgers oder der Staatsbürgerin in Uniform eine Armee ist, die mitten in der Gesellschaft steht, und zwar unabhängig davon, und das gilt für heute, davon, ob es eine Wehrpflicht gibt oder nicht. Sie steht weiterhin in der Mitte der Gesellschaft, und sie muss umso mehr, da es keine Wehrpflicht mehr gibt, mitten in dieser Gesellschaft stehen. Das ist der Grund, warum wir die Bundeswehr zu einer Parlamentsarmee gemacht haben. Und das ist auch der Grund, warum die Bundeswehr auf dem Hessentag ist, weil sie mitten in der Gesellschaft stehen muss, meine Damen und Herren. Und, liebe Kollegen von der AfD, es ist mitnichten so, wie Sie gerade gesagt haben, die AfD wirkt, oder beziehungsweise ja, sie wirkt. Sie haben einen so schmalen und mageren Antrag vorgelegt, dass es notwendig war, das Thema Bundeswehr in einem würdigen Umfang darzustellen und es nicht einfach nur bei der Frage zu belassen, wie ist das denn jetzt mit diesen Jugendoffizieren. Weil die Bundeswehr ist ein wichtiger Bestandteil auch der Gesellschaft in Hessen. Hessen ist ein Land, in dem es weiterhin glücklicherweise viele Garnisonsstandorte gibt. Und wir stehen dazu, dass es die gibt. Ich kann auch nur meine Kolleginnen und Kollegen im Landtag auffordern, auch wenn sie nicht Abgeordnete in den entsprechenden Wahlkreisen sind, ab und zu mal da vorbeizufahren und mit den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform dort Kontakt aufzunehmen und zu reden. Die freuen sich nämlich, wenn Abgeordnete vorbeikommen und sich dafür interessieren, was sie da machen. Also, fahren Sie nach Stadt Allendorf zur Division Schnelle Kräfte, fahren Sie nach Fritzlar zum Kampfhubschrauberregiment 36 Kurhessen, heißt das Kurhessen. Fahren Sie zum Bataillon Elektronische Kampfführung ELOK nach Frankenberg. Fahren Sie zum Jägerbataillon 1 nach Schwarzenborn oder, wenn Ihnen der Weg zu weit ist, fahren Sie zum Landeskommando hier in Wiesbaden, ein Stückchen um die Ecke, hier den Berg rauf, dann ist man schon da. Und reden Sie mit Oberst, jetzt ist er General, mit General von Röder darüber, wie die zivil-militärische Zusammenarbeit sich hier gestaltet. Die Bundeswehr ist ein Bestandteil von Hessen. Und übrigens, sie ist auch ein Bestandteil von Hessen. Auch das wird gern vergessen. Es gibt eine Fregatte. Jeder, der hier sich einen Kaffee holt, der geht eigentlich regelmäßig dran vorbei. Es gibt eine Fregatte Hessen. Auch die ist uns zugetan und wir ihr. Und auch das ist ein Teil dessen, was die Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft darstellt, dass es nämlich solche Kontakte gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen bedanken wir uns bei den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform, die in Hessen und auf der Fregatte Hessen und auch anderswo in der Bundeswehr für Hessen und für die Bundesrepublik Deutschland zur Landesverteidigung dienen. Aber wir weisen auch darüber hinaus darauf hin, dass Hessen als Standort der Bundeswehr ein wichtiger Standort ist. Und wir fordern die Landesregierung auf, diese Standorte nicht nur zu erhalten, sondern sich auch darum zu bemühen, wenn es die Möglichkeit gibt, weitere Standorte wieder nach Hessen zu bekommen. Weil wir zu der Bundeswehr stehen, ja, und weil wir natürlich auch wissen, dass das der Präsenz der Bundeswehr in der Gesellschaft, in der Bevölkerung auch dienlich ist. Aber wir wollen natürlich auch von der Landesregierung, wir sind ja im Parlament, ja, wir wollen natürlich auch regelmäßig Berichte haben von der Landesregierung darüber, wie sich eigentlich die zivil-militärische Zusammenarbeit mit dem Landeskommando gestaltet. Das finden wir noch ein bisschen mager, das könnte besser sein. Und also diese Art von Öffentlichkeit und Transparenz ist ja genau das, was die Transparenz und die Einbindung in die Gesellschaft darstellt. Also daher bitte ausführlichere Berichte über die zivil-militärische Zusammenarbeit, über die Zusammenarbeit mit dem Landeskommando. Und das gilt natürlich auch
für die von uns geschätzte Arbeit der Jugendoffiziere und übrigens nicht nur der Jugendoffiziere, sondern natürlich auch der anderen Institutionen, die da häufig beteiligt sind. Vor allen Dingen nennen wir da in dem Zusammenhang die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, die da natürlich auch mit dabei ist. Weil es geht ja um eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, um die Frage, wie können Konflikte vermieden werden. Das ist übrigens auch das Thema der Jugendoffiziere. Die gehen ja nicht in die Schule nach dem Motto, wie können wir jetzt möglichst zu möglichst vielen Auslandseinsätzen kommen, sondern das Ziel ist ja, wie schaffen wir es, möglichst viele Auslandseinsätze zu vermeiden. Darum geht es bei dieser Frage. Und deswegen ist die Einbindung der Hessischen Stiftung für Frieden- und Konfliktforschung auch richtig. Wir wollen aber ausführlichere Berichte darüber haben, wie eigentlich der Einsatz der Jugendoffiziere in den Schulen stattfindet, wo genau er stattfindet, wie häufig er stattgefunden hat. Da gibt es noch Probleme. Da gibt es Probleme, was die Regierung angeht, was die Information des Parlaments angeht. Das wollen wir geändert haben. Wir wollen, dass klarer darüber informiert wird, wo Einsätze der Jugendoffiziere in den Schulen stattgefunden haben. Wir wollen Transparenz. Auch das ist ein Teil der Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft. Und dann, denke ich, sind wir auf einem richtigen Wege und haben auch das richtige Signal gesetzt. Wir stehen zu der Bundeswehr in Hessen, wir als Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ich hoffe, dass das auch für den gesamten Landtag gilt. Wir würden uns freuen, wenn der Landtag sich unserem Antrag, in dem wir das, so wie ich es gerade dargestellt habe, formuliert habe, anschließen. Und wir wünschen den Soldatinnen und Soldaten, den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform, die in Hessen ihren Dienst tun, allseits Soldatenglück und, wenn sie im Ausland eingesetzt werden, eine immer heile und glückliche Rückkunft. Vielen Dank und Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Nächster Redner ist der Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man kann zur Notwendigkeit von Militär unterschiedlicher Meinung sein. Als LINKE vertreten wir da eine eindeutige und unmissverständliche Position. Ich bin aber der Meinung, bevor die Rechtsaußenfraktion hier im Hessischen Landtag ein Bekenntnis zur Bundeswehr einfordert, sollten Sie Ihr Verhältnis zur Geschichte des deutschen Militarismus klären. Fordern Sie das Bekenntnis doch einmal von Ihrem Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Gauland. Der bekennt sich nämlich lieber zu Reichswehr und Wehrmacht und kämpft für das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Was für eine Geschichtsrelativierung! Die AfD verharmlost die Schrecken von zwei Weltkriegen und relativiert die Verbrechen von Faschismus und Militarismus. Und das werden wir nicht zulassen. Oder reden Sie mit Ihrer Parteifreundin weiter. Sie ist ja heute nicht da. Vergangenes Jahr hat sie in den sozialen Medien ein Mitglied der Waffen-SS gelobt und Kriegsverbrechen der Wehrmacht geleugnet. Fordern Sie doch einmal von ihr ein Bekenntnis zur Bundeswehr. Oder reden Sie mit Ihrem Parteifreund Dr. Grobe, der ist ja anwesend, der noch letztes Jahr die Proteste gegen die nach seinen Worten, ich zitiere, manipulatorische und wissenschaftlich anfechtbare Wehrmachtsausstellung aus dem Jahr 1998 feierte. Bevor Sie hier Bekenntnisse von anderen verlangen, klären Sie erst einmal Ihr Verhältnis zur deutschen Geschichte und hören Sie auf, die Verbrechen des Faschismus und auch der Wehrmacht zu relativieren, meine Damen und Herren. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass aggressiver Antisozialismus, dass die Herabwürdigung von Kriegsgegnern, Kriegsdienstverweigerern, Antimilitaristen und Pazifisten zur DNA der äußersten Rechten gehörte und auch heute noch gehört, dann war Ihre Rede ein trauriger Beleg dafür. Und wenn hier jetzt Bekenntnisse eingefordert werden, dann bekennen wir uns gerne. Wir bekennen uns in allererster Linie zu unserer Hessischen Landesverfassung. In unserer Hessischen Landesverfassung heißt es,
Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. So lautet das Friedensgebot der Hessischen Verfassung. Und wenn man es ernst nimmt und in seiner vollen Bedeutung erfassen würde, dann würden daraus weitreichende Konsequenzen erwachsen. Die Väter und Mütter unserer Landesverfassung zogen parteiübergreifend daraus die Lehre, dass die Ächtung des Krieges notwendig sein muss nach den Erfahrungen der Barbarei des Weltkriegs und der Tyrannei des Faschismus. Von diesem Geist beseelt wendete sich übrigens nach 1949 die Ohne-mich-Bewegung gegen die Wiederbewaffnungspläne Adenauers. Im Übrigen gab es auch Positionen hier im Hessischen Landtag, die sich dagegen wandten. Und in den 50er Jahren die Ostermarschbewegung gegen die wahnwitzigen Pläne, Westdeutschland nuklear zu bewaffnen. Der 1. September, der Tag des Überfalls der faschistischen Wehrmacht auf Polen, wurde zum Antikriegstag. Seit 1957 rufen die Gewerkschaften an diesem Tag auf und gehen unterhalb der Losung "Nie wieder Krieg für Frieden und Abrüstung" auf die Straße. Und auch der erste sozialdemokratische Bundeskanzler nannte seine Maxime "Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen". Diese Maxime hat an Aktualität überhaupt nichts eingebüßt, meine Damen und Herren. In Zeiten des Kalten Krieges und der Systemkonfrontation konnte sich aber die Hoffnung der Friedensbewegung auf ein entmilitarisiertes Deutschland nicht durchsetzen. Zu stark war der Druck der beiden Supermächte, ihre jeweiligen Bündnispartner wieder zu bewaffnen. 1955 wurde die Bundeswehr gegründet, 1956 die NVA. Schwer bewaffnet standen sich die beiden Blöcke jahrzehntelang im Herzen von Europa gegenüber. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges, dem Niedergang der Sowjetunion und des realsozialistischen Lagers schien sich ein Fenster zu öffnen, ein Fenster für Frieden und Abrüstung in der Welt. Aber die Hoffnung vieler Menschen auf diese Friedensdividende erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. In Deutschland wurde die Bundeswehr umgebaut von einer Armee zur Landesverteidigung in eine globale Interventionsarmee. Einsatzbereit jederzeit weltweit, wie das Motto der DSK in Stadt Allendorf lautet. Und bevor Sie jetzt falsche Vorwürfe machen, ich bin, obwohl ich sozusagen ein Antimilitarist, ein Friedensfreund bin, in Stadt Allendorf gewesen und habe dort auch mir die Garnison angeschaut. Im Übrigen habe ich mir sagen lassen, dass das durchaus öfter Abgeordnete des Hessischen Landtags tun könnten. Herr Grüger ist wohl schon einmal da gewesen. Zurück zum Umbau der Bundeswehr. Der Einsatz deutscher Soldaten in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien 1999, also in diesem Jahr vor genau fast 20 Jahren, war der sichtbarste Ausdruck der Zäsur in eine Interventionsarmee. Fortan sollte angeblich Deutschlands Sicherheit am Hindukusch und überall in der Welt verteidigt werden. Die Bundeswehr ist seit 1991 in insgesamt 52 Auslandseinsätzen geschickt worden. Das hat über 21 Milliarden Euro gekostet, 410.000 Soldaten ins Ausland geschickt, 108 Bundeswehrsoldaten starben in diesen Einsätzen. Aber ob Kosovo, Afghanistan, Mali oder die vielen anderen Einsätze, kein einziger Auslandseinsatz hat das gehalten, was in den Mandaten des Bundestages zur Entsendung verabschiedet, versprochen wurde. Kein einziger Einsatz hat wirklich Frieden in dem jeweiligen Land schaffen können. Und deswegen, ohne Wenn und Aber, DIE LINKE lehnt den Einsatz deutscher Soldaten im Ausland ab. Und wir wissen, dass wir mit dieser Haltung hier im Hause alleine stehen. Die Mehrheit der Bevölkerung aber wissen wir hinter uns. Wir fordern die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und da sich heute die fünf anderen Fraktionen in ihren Anträgen an Dankes- und Belobigungsbekundungen an die Bundeswehr überbieten, schade, dass sie da auch an die anderen Fraktionen gerichtet über das Stöckchen der AfD gesprungen sind. Wer sich um die Sicherheit und das Wohlergehen der Bundeswehrsoldaten sorgt, der sollte sie einfach nach Hause bringen. Bring our troops home. Das ist der Schlachtruf der US-amerikanischen Friedensbewegung. Und ich finde, die US
Friedensbewegung. Die ist der viel geeignetere Partner als US-Präsident Trump, der die NATO-Mitglieder zur Aufrüstung drängt und die Welt regelmäßig an den Rand eines großen Krieges bringt. Brechen wir also die Aufrüstungsspirale und lassen wir es nicht zu, dass die Rüstungsausgaben Deutschlands auf das NATO-2-%-Ziel gehoben werden. Dieses Geld ist viel besser im zivilen Bereich angelegt, in Kitas, sozialem Wohnungsbau und sozialem ökologischem Umbau. Abrüsten statt aufrüsten, das ist das Gebot der Stunde. Und nun scheint es der Bundeswehr an geeigneten Rekruten zu mangeln. Man kann sich die millionenschweren Werbekampagnen nicht anders erklären, mit denen verzweifelt versucht werden, junge Leute zu rekrutieren. Aktuell, das muss man sich einmal vorstellen, wirbt die Bundeswehr Handwerker mit einem Slogan Gas, Wasser, Schießen, wie auf den Plakaten zu lesen ist. Vielleicht empfindet die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium einen solchen Slogan besonders witzig. Das Wort Gas im Zusammenhang mit Schießen und Militär lässt mindestens wenig Fingerspitzengefühl und kein geschichtliches Bewusstsein bei den Verantwortlichen erkennen. Ich empfinde diese Werbung als zynisch. Und die Werbekampagnen die richten sich ausdrücklich an ein junges Publikum, obwohl die Bundesregierung vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes angemahnt worden ist, alle Formen von Werbekampagnen für die deutschen Streitkräfte, die auf Kinder abziehen, zu verbieten. Ich finde, dieser Forderung der UNO sollte endlich Genüge getan werden. Und der jährliche Tag der Bundeswehr, eine groß angelegte Werbe- und Rekrutierungsstrategie. Das Militär holt die Gesellschaft in Kasernen auf die Festplätze, Volksfestatmosphäre, die Kriegsgeräte werden präsentiert, und Technikbegeisterung und Abenteuerlust sollen dafür sorgen, die Leute fürs Militär zu gewinnen. Und ich sage es hier auch noch einmal eindeutig. Diese Militarisierung des öffentlichen Lebens lehnen wir ab. Unmissverständlich. Und das gilt auch, für den Hessentag. Das Bild, wie Kinder auf Kampfhubschraubern und Panzern herumklettern, ist und bleibt nicht akzeptabel. Die alljährliche Präsenz der Bundeswehr steht mit dem Anspruch eines friedlichen Volksfests steht diesem Anspruch entgegen und muss beendet werden. Und wir sind der Meinung, dass Jugendoffiziere an Schulen nichts zu suchen haben. Die SPD in Berlin die geht ja da in unsere Richtung. Es gibt nämlich Instanzen, die für die politische Bildung an Schulen zuständig sind. Und das sind Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ihre originäre Aufgabe und nicht die von Bundeswehrsoldaten. Und ich bin froh, dass es bundeswehrfreie Schulen in Hessen gibt, wie die Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach. Also beenden Sie die Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr. Wir werden uns weiter engagieren für Frieden, für Abrüstung, für friedliche zivile Konfliktlösungen. Wir wissen, dass diese Positionen sich noch nicht komplett durchgesetzt haben. Herr Kollege, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Wir bleiben zuversichtlich, dass Sie größeren Einfluss gewinnen werden. Vielen Dank.